Trainer Stefan Jörg, Radio. Und Fürth liegt hier erstmal ganz vorne die 60 Meter in Richtung 70 Meter. Und dann ist Schluss, 71 Meter 47. Der alte Starter in der 6,5 vollen Bauernklasse hier rein. Und es geht weiter Richtung 70 Meter.
Stimmt der Kollege hier gerade in den Ring. Und dann kommt es aus. 66-39. Für der Adolfse aus Bergen. Und sie fährt ganz rechts.
73,47 war der Ronaldo West Winter. Und konnte sich nicht verbessern. Bei 71,35 ist hier Schluss. Das ist der erste Durchgang. Und wir werden uns jetzt noch wieder verbessern.
Gruppe, die sehr angenommen ist, auch etwas Team bei der Runde, so stark auf der Achse belastet, wenn man in der Vorne steigt. Und es gibt hier über die 60 Meter, 63 Meter 87, von der sind wir von 58 Meter 28. Nochmal. Oh, yes, that is.
79, 75. Kein Full Bull. Bodenlos. 25 cm. Also das ist ja schon viel. Ja. Schauen wir mal, was da drin ist. Verbessert man. Thank you.
5,8 Liter Hubraum. Und er ist hier heute der dritte Starter.
Leistungsmäßig sagt er, liegt er bei ca. 200 PS. Original hat der Stimme auch 135 PS. 16,2 Liter. Simon Schöpf von den Treckerfreunden aus Hohle, die auch mit ihrem Rennfahrer immer unterwegs sind, hier heute lang.
in den ersten Gang 57-54 oder geht sich wieder in Richtung 5-0 nach 76-98. Thank you.
74 Meter 60 oder setzt ihn ganz sanft. Thank you.
64-33 für Marcel. Da hier mehr als 5 Bauernklasse. Passiert.
71, 39. Pauline Hoffmann, auch im 5.12. des Jahres Grüße. Thank you.
7,5 Tonnen Pharma S-Klasse. Oh.
besonders schwierig geworden. 10,5 Tonnen, also Deutz, Fahr 82,80 DTBV. David Henke aus dem Raum Nürnberg, Jan Reis ist auch über Nacht hier geblieben, um hier nochmal heute zeigen zu können, was er Deutz vorhat. Ja, wir sind in der 7,5 Tonnenklasse, die Wiederholung von gestern nach dem Aus des
57, 40. Ja, Alexander Korte auf einem John Deere. 6,95 M. Auch irgendwie 10,5 Meter, die alles ausgereizt. Thank you.
Gleich. Fünfter. Mann ab! Ich hab sie noch mal. Auf 470, 79. So.